Guten Abend, meine lieben Gäste, liebe Eltern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Veranstaltung der Stiftung Elternsein. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Hochdeutsch sprechen, damit wir auch diejenigen erfassen und erreichen können, die vielleicht dem Schweizer Dialekt nicht so gewachsen sind. Eine Frage: Waren Sie heute gestresst? Einige von Ihnen werden es wohl gewesen sein. Kein gutes Gefühl, oder? Wir sprechen heute über Stress bei Kindern. Bereits im zarten Alter von 10 Jahren oder noch früher den Symptomen von Stress und Druck ausgesetzt zu sein, ist nicht gut. Ist es der Leistungsdruck, der von der Schule kommt? Ist es der Leistungsdruck aus dem Elternhaus? Sind es Zukunftsängste, die zu einem Überdruck beim Kind führen? Wer ist schuld? Ist überhaupt jemand schuld? Was können wir tun? Es ist ein Glücksfall, dass wir Stefanie Ritzler und Fabian Grolimund als Fachleute gewinnen konnten. Sie beide sind Psychologen und betreiben zusammen die Akademie für Lernforschung, Lerncoaching, Entschuldigung. Ihre fachliche Einschätzung gepaart mit ihrer Begabung, stets einen praktischen Bezug herzustellen, ist einmalig wertvoll. Fabian Grolimund und Stefanie Ritzler publizieren regelmäßig in unseren Medien. Auch diese Beiträge sind immer besonders substanziell und toll zum Lesen. Außerdem sind sie Buchautoren. Ich danke euch beiden, dass ihr euch trotz der vollen Agenden Zeit genommen habt, um hier zu sein und den Abend mit uns zu gestalten. Durch die Veranstaltung führt Nick Niethammer, Chefredaktor des Schweizer Elternmagazins, Fritz und Franzi, und seine Kollegin Evelyn Hartmann, stellvertretende Chefredaktorin der gleichen Publikation. Bevor ich weitergebe, möchte ich Ihnen, liebe Gäste, liebe Eltern, Danke sagen. Die gedruckten Medien haben seit Jahren einen schweren Stand und verlieren Auflage und damit Leser. Das Schweizer Elternmagazin Fritz und Franz widersetzt sich diesem Trend seit Jahren und baut seine Reichweite kontinuierlich aus. Wir haben kürzlich die neuen Zahlen der AG für Werbemedienforschung erhalten und freuen uns wiederum über diese positive Entwicklung, die anhält. Dank dankt Ihnen die Stiftung Elternsein. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns lesen, dass Sie uns folgen, dass Sie uns fragen. Bleiben Sie dabei, auch wir tun es. Dann bin ich noch gebeten worden, Sie auf Folgendes hinzuweisen. Von den Begleitpersonen haben wir keine Mailadressen. Wenn Sie über Ihre Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten werden möchten, haben Sie die Gelegenheit, nach der Veranstaltung am Tisch sich bei Dominik Binder, wo ist sie? Dominik Binder, sie ist am Tisch, zu melden und sich einzutragen. Nach dem offiziellen Teil sind Sie zu einem kleinen Apéro, zwar im hinteren Teil des Saales, eingeladen. Unsere beiden Fachleute mögen auch noch einen Moment bei uns verweilen und für Diskussionen, Anregungen und Fragen zur Verfügung stehen. Nun möchte ich aber starten und Nick Niethammer, der uns durch den Abend leiten wird, mit Evelyn Hartmann zusammen das Wort übergeben. Bitte schön. Wenn man sich auf diesen Abend vorbereitet und im Internet nachschaut, was Stress überhaupt ist oder beziehungsweise wie Stress definiert wird, bekommt man unzählige Vorschläge beziehungsweise unterschiedliche Varianten, was Stress eigentlich sein soll, wie sich Stress zeigt, was Stress ist. Wie würdet ihr es definieren? Ja.
noch nicht. Jetzt. Ja, das ist ein Stress. Besser. Okay. Also man hört alles außer meine Stimme auf dem Mikro da. So. Gut. Mich hat die Definition von Lazarus immer sehr angesprochen. Also er sagt, dass Stress ein Ungleichgewicht ist zwischen Anforderungen und Ressourcen und dass wir so einen Bewertungsprozess vornehmen. Also es passiert irgendetwas, die Kinder machen etwas, was und wir sehen das. Und dann gibt es ganz viele Situationen, die werden wie als irrelevant ausgefiltert. Da reagieren wir gar nicht drauf. Und andere Situationen, die scheinen uns irgendwie relevant, das heißt, wir müssen darauf reagieren. Und dann gibt es so verschiedene Bewertungen. Also wenn wir das Gefühl haben, ich habe genügend Ressourcen, um damit umzugehen, dann empfinden wir das als Herausforderung. Wenn das nicht so ist, wenn wir glauben, das geht über das, was ich leisten kann, dann sehen wir das als Bedrohung, reagieren mit Angst. Andere Stressreaktionen haben so Gedanken, also Bewertungen wären dann so etwas wie, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, wie soll ich das hinkriegen? Oder wir haben bestimmte Gedanken im Kopf und dann gerät unser Körper in Aufruhr. Wie sieht deine Definition aus, Stefanie, von Stress? Ich würde mich dort auch auf das Konzept von Lazarus stützen. Was ich noch spannend finde darüber hinaus, ist, dass es verschiedene Stresstypen gibt, die wir einerseits in der Forschung finden, aber deren Entsprechung wir natürlich auch im Alltag sehen. Es gibt auf der einen Seite in der Stressforschung den Bereich der kritischen Lebensereignisse. Das heißt, all diese Situationen, die Kinder, Jugendliche erleben müssen, die relativ unvorhergesehen über sie hereinbrechen und mit einer sehr starken Verunsicherung verbunden sind. Also beispielsweise eine Scheidung der Eltern oder auch eine schwere Erkrankung, die ein Familienmitglied tragen muss und wo man wirklich völlig aus der Bahn geworfen wird und das ganze Leben eigentlich umstülpen muss. Es gibt so den Bereich des Entwicklungsstresses, der für Kinder, Jugendliche relativ stark relevant ist. Das heißt, immer dann, wenn wir eigentlich in der Übergangsphase sind und uns anpassen müssen. Man kennt das beispielsweise schon von den Kleinen, wenn die in den Kindergarten eintreten. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Anforderungen, denen sie dort entgegengestellt werden. Sie müssen sich vielleicht das erste Mal von den Eltern trennen, Platz finden in der neuen Gruppe. Sie müssen Kontakt aufbauen zur Kindergärtnerin. Und auch das kann in einem ersten Schritt zu so einer Verunsicherung oder zu Druck führen. Den dritten Bereich oder den dritten Stresstypus, den wir bei Kindern und Jugendlichen kennen, wären die sogenannten Alltagswidrigkeiten. Man nennt die auch Daily Hassles. Das heißt, all das, was Tag für Tag so im Alltag über uns hereinbricht, der Stress am Morgen, wenn man pünktlich zur Schule kommen soll und alle schon vor dem Auto warten oder vor dem Bus, der Streit mit der besten Freundin irgendwie auf dem Pausenhof, der einen beschäftigt oder auch die Matheprüfung, die vielleicht am nächsten Tag ansteht. Und regulär hat man oftmals das Gefühl, dass es vor allem diese kritischen, schlimmen, einschneidenden Lebensereignisse sind, die besonders belastend sind und über lange Zeit für einen starken Stress sorgen. Was wir aber aus der Forschung wissen, ist, dass diese Aufkumulierung von diesen Alltagswidrigkeiten, also dieser tägliche kleine Stress für das Stresserleben, für das Belastungserleben von Kindern und Jugendlichen deutlich bedeutsamer ist. Wir reden gleich noch sehr ausführlich über die Ursachen von Stress, noch die Gründe. Vielleicht eine Frage noch, etwas zurückgeguckt. Du hast von Stressforschung gesprochen, Fabian. Wie lange gibt es das Wort Stress schon? Was weiß man über Stress in den 50er, 60er Jahren und noch früher zurück? Gab es damals auch schon das Wort Stress und haben die Menschen Stress empfunden oder hieß das einfach anders damals? Ich glaube, Sally war der Erste, der den Begriff benutzt hat in den 50er Jahren. In der Psychologie war das erste mit der kognitiven Wende, also als man so Bewertungsmuster untersucht hat, wo diese Stressforschung so eine Blüte erlebt hat. 70er, 80er Jahre, das ist noch nicht so alt. Also allgemein hat man so diesem psychischen Phänomen, schenkt man noch nicht so lange Beachtung.
nach dem Ersten Weltkrieg galten Leute, die traumatisiert waren, einfach als Simulanten. Also das, diese Geschichte oder ist noch relativ jung, dass man dem überhaupt irgendwie Beachtung schenkt. Und ist es so, dass wir wirklich heute gestresster sind, beziehungsweise Kinder heute gestresster sind? Also ich kann mir vorstellen, dass du sprachst gerade die Nachkriegsgeneration an, dass es Stress oder was wir heute als Stress bezeichnen, immer schon gab. Aber wenn man sich Studien anschaut, scheint das ja signifikant zuzunehmen. Stefan, ihr habt vorher diese unterschiedlichen Stresstypen genannt, oder? Und gerade so diese kritischen Lebensereignisse, diese wirklich schlimmen Ereignisse, die gab es früher häufiger. Also was unsere Großeltern erzählen, oder die vielleicht noch so Kriegssituationen irgendwo miterlebt haben, das war massiver Stress, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Oder auch wenn wir zurückschauen, die Kindersterblichkeit, so etwas, oder wo man gesehen hat, wo es Zeiten gab, wo die Hälfte, zwei Drittel der Kinder, die man hat, einfach gestorben sind. Also es ging sehr viel mehr ums Überleben. Und auch die Arbeitsbedingungen beispielsweise. Die Arbeitsbedingungen in der Industrialisierung, das war ja grauenhaft, oder? Also wir haben es heute eigentlich wahnsinnig schön, was das anbelangt. Was zugenommen hat, sind eben dieser Alltagsstress, diese diffuse Bedrohungsgefühl, die Unsicherheit, dass wir nicht mehr so richtig wissen, wo geht's denn hin, was müssen wir zum Beispiel tun, damit wir gute Eltern sind, damit wir gute Menschen sind, oder wir haben so einen Verlust an Verbindlichkeiten, an fixen Wertesystemen. Wir müssen viel mehr Entscheidungen treffen. Will ich heiraten? Will ich Kinder kriegen? Wer arbeitet? Arbeiten beide? Geben wir die Kinder in eine Krippe, oder? Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, die wir vielleicht auch ausschöpfen wollen. Und wir müssen ständig irgendwie überlegen, wie unser Leben aussehen soll. Aber kann es sein, dass Stress einfach auch besser erforscht ist heute? Das hast du eigentlich schon angedeutet. Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe jetzt keine Zahlen von früher gefunden, aber die jetzt die neuesten Studien zu diesem Thema vorliegen, sind schon dramatisch. Also eine Studie der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, dass bereits jeder vierte Elfjährige angibt, dass er unter Stress leidet. Jeder vierte Elfjährige. Und eine zweite Studie aus dem Jahr 2014 von der Jakobs-Stiftung in Auftrag gegeben, die besagt, dass von 1500 befragten Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 Jahren, da sagt fast die Hälfte, ja, ich leide unter Stress in meinem Alltag. Also das ist definitiv ein Thema. Man liest auch oft von Kinderärzten, die sagen, die Praxen sind voll oder sind gut besucht. Ja, also dass dieses Phänomen Burnout bei den Kindern angekommen ist. Ja. In Bezug vielleicht noch auf diese Jakobs-Studie, von der du dort erzählt hattest, eine Studie von 2014, die ja gemacht wurde an Befragung von 15- bis 21-Jährigen. Was ich dort noch spannend finde, 46% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben angegeben, dass Stress, Überforderung, Druck Teil sei ihres Alltages. Gleichzeitig haben aber auch 74% der Jugendlichen angegeben, dass sie eine sehr hohe Lebenszufriedenheit haben. Also dort finde ich es immer noch gut, wenn man die beide Seiten beleuchtet. Und das ist zum Beispiel etwas, wo jetzt gerade bei den Kindern und Jugendlichen die Schweiz relativ gut abschneidet in so der generellen Lebenszufriedenheit und auch in den Werten für die generelle Gesundheit. Also auch bei dieser von der WHO in Auftrag gegebenen Studie von 2014 war prinzipiell das Empfinden der Kinder und Jugendlichen über ihre allgemeine Gesundheit relativ hoch. Dazu passt eigentlich auch ein Zitat der deutschen Pädagogin Donata Elschenbroich. Keine andere Generation wird so achtsam und respektvoll begegnet wie der unserer Kinder heute. Also sie hat halt ein Dutzend Kinderkrippen und Fürsorgeeinrichtungen besucht und sie sagt, im Grunde begegnen wir unseren Kindern so mit so viel Achtung und Respekt, wie das in keiner anderen Generation der Fall war. Und trotzdem sind sie gestresst. Und das ist die Frage, wie genau, kommt's? Wie kommt es? Ich würde dort vielleicht gern nochmals zurückgehen auf diese wirklich sehr spannende Studie, die man in der Schweiz durchgeführt hat. Es gibt nicht so viele große Untersuchungen zum Stresserleben, aber diese Jakobs-Studie ist eine davon. Und was ich dort sehr interessant gefunden habe, sie haben dort auch untersucht,
was stresst denn die jungen Menschen besonders? Und der Faktor, der am häufigsten genannt wurde, man hat dort gedacht, ja, vielleicht ist es der Freizeitstress, vielleicht sind es die modernen Social Media, bei denen die Jugendlichen immer das Gefühl haben, ich muss mich besonders gut darstellen, ich muss gut performen. Der Faktor, der am stärksten ins Gewicht gefallen ist, ist der Bereich Schule, Ausbildung, Studium, Beruf. Also dort haben die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen angegeben, das ist die Hauptquelle meiner Belastung, meines Stresses. Was man dort dann häufig hört oder auch in den Medien liest, ist, die Schule stellt die Kinder, Jugendlichen unter einen starken Druck oder auch die Eltern machen zu Hause Druck. Diese Studie, diese Befragung hat die Jugendlichen auch dazu befragt in Bezug auf die Schule, die das Lernen. Wo kommt denn dieser Druck her? Also was ist Ihre Erklärung dafür, dass Sie so gestresst sind? Und das erste, der Faktor, der am häufigsten angeführt wurde, ist der Zeitdruck und die Zeitnot. Also dass die Jugendlichen gesagt haben und die jungen Erwachsenen, die Zeit reicht nie, um dort alles reinzupressen, was dort Platz haben soll. An zweiter Stelle war der Druck, den sie sich selber machen, also dass sie gesagt haben, besonders stressig ist es, dass ich immer alles besonders gut machen möchte, auch in Phasen, in denen ich sehr belastet bin. Dort haben nur 11% der Jugendlichen angegeben, sie wären bereit, auf bestimmte Erfolge zu verzichten, wenn sie dafür weniger Stress hätten. Also so dieses Streben nach Erfolg, das scheint sehr, sehr stark drin zu sein. An dritter Stelle waren Sorgen um die berufliche Zukunft. Also dass man sich Gedanken macht als junger Mensch, dass man Angst hat, seinen Platz nicht finden zu können, vielleicht den Beruf nicht lernen zu können, den man möchte, dass die Jugendlichen gesagt haben, ich setze mich selber sehr stark unter Druck. Also auch das ist ein Teil, von dem der Stress kommt. Interessanterweise, der Freizeitstress, der war völlig untergeordnet. Also der wurde kaum als Quelle von Stress oder Belastung genannt. Die Lehrpersonen und die Eltern wurden auch nur als untergeordnete Stressquelle beschrieben. Also nur 16% der Jugendlichen haben gesagt, ich bekomme wirklich Druck irgendwie aus der Schule, von den Lehrpersonen oder von meinem Ausbilder. 11% haben gesagt, die Eltern setzen mich unter Druck. Also das heißt, wenn wir das zusammenfassen wollen, diese inneren Antreiber, die scheinen die Quelle des Hauptstresses zu sein. Dass man einerseits den Eindruck hat, ich möchte und ich muss hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig diese Unsicherheit hat, werde ich das schaffen, werde ich meinen Platz finden und nicht den Eindruck hat, dass man dazu in der Lage ist, diesen Stress irgendwie zu reduzieren, indem man zum Beispiel weniger tut. Also doch eine relativ hohe Erfolgs. Fabian, da bleiben wir bei der Schule. Da stellt sich ja die Frage, woher kommt denn dieser Druck eben in der Schule gut zu performen? Sind es die Schülerinnen und Schüler selber, die sich diesen Druck auferlegen? Ist es die Öffentlichkeit, die Gesellschaft? Oder sind es die Eltern, die Druck machen und sagen, mein Kind muss ins Chemie, mein Kind muss einen anständigen Beruf erlernen und alles drunter geht gar nicht und das verursacht den Stress? Es ist wahrscheinlich von allem etwas. Von allem etwas, ja. Also diese Unsicherheit bei den Eltern hat sehr zugenommen, oder? Also auch gerade wenn man etwas liest, wie das Berufswahl Spezial herausgegeben, oder? Und immer bei allem ist so die Frage, gibt es denn diesen Beruf noch in 15 Jahren, in 20 Jahren? Wie können wir unsere Kinder vorbereiten aufs Leben? Und die Antwort darauf für viele ist schon möglichst viel Bildung, einen möglichst hohen Abschluss, oder dann ist man irgendwie fit. Also es geht sehr darum, konkurrenzfähig zu sein. Das Gymi, gerade hier in Zürich, hat das unglaublich viel mit den Eltern zu tun. Oder wer schafft es ins Gymi, hat unheimlich viel damit zu tun, ob man von den Eltern auf diesen Weg begleitet wird. Ich fand es gerade in Zürich, hat das 2013/14 untersucht, wie viele Kinder kommen ins Gymi, je nachdem, woher sie kommen. Das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Bei den Schweizer Kindern waren 27% ins Gymi kamen. Bei Kindern aus Portugal, Spanien 2%. Ein Riesenunterschied. Bei den Expats aus Deutschland waren es 59%. Oder? Weil die oft das Gefühl haben, auch von Deutschland her, nur das Gymi ist etwas wert. Oder? Und das führt natürlich auch dazu, also oft sagt man, die Ansprüche der Schule haben zugenommen. Ich glaube nicht, dass das Gymnasium heute höhere Ansprüche stellt als früher. Aber es sind viel mehr Kinder dort.
oder? Und es sind natürlich dann auch Kinder dort, die diesen Ansprüchen nicht gewachsen sind. Und dort so etwas, was ich im Moment oft sehe, gerade bei gebildeten Eltern, ist so eine gewisse Machbarkeitsfantasie. Also wenn wir unser Kind nur genug fördern, wenn wir nur genug dahinter sind, die richtigen, wir Lerncoaches gehören da ja auch irgendwie dazu oder in dieses Angebot, wenn wir nur genügend Nachhilfe, genügend Lerncoaching, genügend Hilfe anbieten, Förderung, dann kann jedes Kind das schaffen. Und das stimmt nicht, oder? Also wenn das einfach die Kinder überfordert, dann sind die dauerhaft am Limit. Nun ist es ja wahrscheinlich so, dass vielen Eltern das bewusst ist oder dass sie im Grunde schon vermitteln, es ist wichtig, dass du glücklich bist, die Note ist nicht alles. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach auch das, was gesagt wird und das, wie man selber sich verhält, auseinandergeht. Ja, das ist so ein ganz krasser Unterschied zu früher. Oder ich denke, früher gab es das noch oft. Du hast gerade die gute Beziehung angesprochen zu den Kindern, oder? Dass zum Beispiel Eltern sehr wütend wurden, wenn das Kind schlecht war in der Schule und das auch bestraft haben, oder? Mhm. Heute sehen wir oft was anderes, also zum Beispiel, dass die Eltern anfangen zu weinen bei uns in der Praxis, weil das Kind schlechte Noten hat. Gleichzeitig sagen sie, ich will einfach, dass du glücklich bist, oder? Mhm. Es geht mir nicht darum, dass du, aber diese Doppelbotschaft, mit der können Kinder schlecht umgehen. Und gerade wenn die Beziehung nah ist und die Eltern zwar verständnisvoll, empathisch sind, aber ich merke, sie sind unglücklich, weil ich nicht gut bin oder in der Schule, weil ich das nicht schaffe, sie sorgen sich ständig um mich, dann hat das natürlich auch einen Riesendruck zur Folge bei den Kindern. Also dort wäre es wichtig, dass man sich als Eltern ein Stück weit distanzieren kann wieder davon. Also es gilt die Formel gestresste Eltern, gestresste Kinder. Ich denke schon, dass sich das sehr überträgt. Mhm. Ja, also gerade wenn die Kinder so diese Zukunftsängste, die du angesprochen hast, oder? Das ist etwas, was die Kinder schon auch merken von den Eltern. Was rät ihr Eltern? Welchen Ratschlag habt ihr für Eltern, die bei euch sind, weinen und sagen, ich will nur das Beste für das Kind, aber ich finde trotzdem, das geht gar nicht mit den schlechten Noten. Also wie, welche also das klugen Worte nicht, hat man oder? Da bereit? Was ich dort immer ganz wichtig finde, ist einfach zu definieren, was man bereit ist zu geben und was nicht. Also wenn wir Eltern haben, die irgendwie sagen, bei einem Grundschulkind, wir sitzen bis abends um 9 an den Hausaufgaben, oder? Dass man zum Beispiel einfach definiert, nein, das darf nicht sein, oder das Kind braucht so und so viel Freizeit, man ist bereit, 40 Minuten für das Lernen, die Hausaufgaben zu investieren, wir nicht, und das macht man dann gut, oder, diese 40 Minuten. Und das ist auch etwas, wo wir bei den Lehrpersonen läuft man da offene Türen ein. Keine Primarschullehrerin, Lehrer will, dass die Kinder bis abends um 9 an den Hausaufgaben sitzen müssen. Aber es geht oft darum, dass man merken muss, diese Anforderungen, die von außen kommen, die dürfen wir nicht einfach ungefiltert übernehmen. Ja, wir müssen halt fertig werden. Nein, oder? Man muss sagen, was ist für das Kind möglich? Es geht auch dann darum, zum Teil zu sagen, als Schüler, als Eltern, so viel wird gearbeitet und wenn das nicht reicht für Skimi, dann ist das Kind am falschen Ort. Es geht darum, dass man nicht sagt, das Kind muss das schaffen, koste es, was es wolle, oder? Und sei es am Ende die Gesundheit. Und man dann einfach immer mehr macht. Ich habe da manchmal auch, ich habe mal so einen kleinen Facebook-Post geschrieben, die Maturitätslüge oder Abiturlüge, oder? Dass man oft hört, ja, das mach Matura, dann steht dir alles offen. Und das stimmt eben nicht. Also wir haben viele in unseren Seminaren zum Thema Aufschieben Studierende, oder? Die wurden mit ganz viel Nachhilfe dann durch dieses Gimmi durchgequetscht. Wenn sie dann die Matura haben, dann heißt es, ja, wenn du schon mal Matura hast, dann musst du auch studieren. Mhm. Und dann sind die irgendwie 28 und haben noch gar nichts und sie merken, sie können das nicht, oder? Sie können nicht studieren, haben noch nicht ihren Bachelorabschluss, dann kannst du keine Lehre mehr machen. Du kannst eine Lehre machen und Berufsmatur und Fachhochschule. Dieser Weg ist viel leichter, als wenn du mit 28 merkst,
du hättest nie studieren sollen, dann kannst du nicht plötzlich mit 16-Jährigen eine Lehre machen. Also ganz viele von denen sind dann einfach am Jobben. Bleiben wir weiter noch beim Thema Schule und Druck. Ist es denn so, dass es auch positiven Stress gibt? Also ist Stress immer negativ besetzt? Also ich will darauf hinaus, einen gewissen Druck, eine Leistung zu erbringen in der Schule oder auch jetzt im Sport beispielsweise, kann ja nicht nur schlecht sein. Wie verhält es sich damit? Also man unterscheidet dort positive und negative Formen von Stress. Den Distress, das wäre der negative Stress, und der Eustress, das wäre der Teil, der als positiv erlebt wird. Fabian hat vorhin diese Stressgleichung angesprochen, also dass es darauf ankommt, wie interpretiert man eine Situation und habe ich den Eindruck, ich habe genug Bewältigungsmöglichkeiten. Und wenn man eine Situation eher als Herausforderung sieht, das heißt jetzt, wir bleiben bei diesem sportlichen Wettkampf, das Kind hat den Eindruck, oh super, oder ich kann dort endlich mal zeigen, was in mir steckt. Ich habe die letzten 2 Monate auf diesen Wettkampf hingefiebert, eisern trainiert und das wird mein Moment, sich unter Beweis stellen möchte, dass er als Herausforderung sehen kann und den Eindruck hat, ich bin innerlich gut vorbereitet, dann kann das sehr wohl auch seinen positiven Gang in Gang setzen, also dass man den Eindruck hat, das beflügelt mich, das macht mich leistungsfähiger, kreativer. Das heißt, ein mittlerer Grad an Anspannung kann durchaus auch zu mehr Produktivität führen. Kennt jeder von uns, denke ich, auch aus der Arbeit oder auch aus dem Privatleben. Viele Schauspieler sagen, auch so ein bisschen Lampenfieber gehört dazu, damit ich richtig gut bin. Also das ist sehr wohl etwas, was man sehen kann. Aber welche Rolle spielen dann die Eltern? Also wo ist ein schmaler Grat? Wo bleibe ich dran beim Kind? Wo erhöhe ich den Druck vielleicht ein bisschen und sage, doch, das schaffst du jetzt. Ich möchte, dass du es schaffst. Ich traue dir es zu. Oder wo nimmt man den Druck weg und überlässt es sozusagen dem Kind, ob es dann noch etwas schaffen will oder nicht? Also ich denke, die Frage ist immer, wie lange zieht sich dieser Stress hin? Wenn man den Eindruck hat, es ist eine Momentaufnahme, also einfach eine kurze Zeit, die jetzt mal stressig ist und dann kann das Kind aber bestimmte Fähigkeiten entwickeln, dann kann das sehr wohl gut sein, die Kinder dort zu begleiten, zu unterstützen, auch ihnen Unterstützung anzubieten, Vertrauen zuzusprechen, die Erwartung zuzusprechen, dass sie sich Mühe geben und dass man einfach ja ein positives Gefühl hat dahingegen. Schwierig finde ich immer, wenn der Stress, dieses Zermürbende im Hintergrund zu so einem Dauerthema wird. Also wenn man den Eindruck hat, das Kind ist am Limit, es kommt in den roten Drehzahlbereich und es kommt dort fast nicht mehr raus. Wenn die Stresssymptome zunehmen, sich chronifizieren, also wenn wir sehen das immer auch mal wieder, dass die Kinder, Jugendlichen mit der Zeit wie das Gefühl haben, ich fühle mich völlig energielos, ich bin schlapp, ich habe ständig irgendwie Übelkeit, ich kann schlecht schlafen, ich habe Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Also wenn es wirklich anfängt, auch auf die Gesundheit zu schlagen, aufs Gemüt zu schlagen, dann wäre so der Moment, bei dem man wirklich sagen müsste, und jetzt müssen wir allerspätestens reagieren und jetzt wäre es nötig, kritisch hinzuschauen, entsprechen die Anforderungen wirklich den Fähigkeiten vom Kind oder wäre es wichtig, die Anforderungen zu reduzieren? Nun ist es ja so, dass ältere Kinder sich wahrscheinlich gut äußern können zu diesen Themen. Wie erkennt man das bei jüngeren Kindern? Weil es fängt ja quasi im Kindergarten heute an, dieses Leistungsdenken beziehungsweise das Bewerten und bestimmte Zielvorgaben definieren und diese auch erreichen müssen. Wie merkt man das schon bei jungen Kindern, dass es eigentlich zu viel ist? Also das Problem ist, dass man es eben oft nicht merkt. Es gab so eine Studie von der Universität Bielefeld, wo auch geschaut wurde, wie viele Kinder gestresst sind, oder, und von den Eltern, deren Kinder wirklich deutliche Stresssymptome gezeigt haben, haben 9 von 10 das nicht gemerkt. Und 40% dieser Eltern haben gedacht, dass ihre Kinder zu wenig fördern. Also das ist das große Problem, oder, dass Kinder anders Stress anders äußern als Erwachsene und die Eltern das sehr oft dann einfach nicht sehen. Und wie wird das geäußert?
Bei den jüngeren Kindern äußert sich der Stress tendenziell eher in körperlichen Symptomen. Also dass sie beispielsweise Mühe haben einzuschlafen, durchzuschlafen, dass sie über so ein diffuse Schmerzen klagen. Also sie sagen wie weh und man sagt, wo tut's denn weh? Dann haben sie mal Kopfweh, dann haben sie Bauchweh, dann ist ihnen übel, der Appetit verändert sich, das sieht man relativ häufig. Bei den ganz Kleinen merkt man häufig so eine, man nennt das in der Psychologie Regredierung. Also das heißt so ein Rückgang auf eine geringere Entwicklungsstufe, dass sie wieder anfangen, Daumen zu lutschen oder unsicher werden, auch Ängste entwickeln. Je älter die Kinder, Jugendlichen werden, desto stärker werden dann wirklich auch psychische Symptome geäußert. Also dass sie sagen, ich fühle mich angespannt, ich bin nervös, ich fühle mich unsicher, ich bin dünnhäutig, ich werde schnell wütend. Tendenziell sieht man dort auch Geschlechterunterschiede. Also die Mädchen richten ihren Stress deutlich häufiger nach innen, dass sie traurig werden, verstimmt werden, sich angespannt, nervös fühlen. Die Jungs tendenziell eher nach außen. Also dass sie schnell ärgerlich werden, schnell oben an der Decke kleben, wegen kleinen Sachen wütend werden und zum Teil das dann auch körperlich ausagieren. Wir haben das vorhin von dir gehört, Stephanie, bei dieser Jacobs Foundation Studie kam heraus, dass eben Schule als Stressfaktor Nummer eins und dann, glaube ich, die Freizeitaktivitäten und andere Faktoren waren eher weiter hinten. Es hat mich etwas überrascht, weil man doch oft hört, gerade die Freizeitaktivitäten stressen viele Kinder. Die Eltern, die das Kind am Montag in den Musikunterricht schicken, am Dienstag zum Fußball, am Mittwoch zu anderen Aktivitäten und so weiter. Die ganze Woche ist durchgetaktet, durchgeplant, also Stichwort zu viel Planung, zu wenig Zeit zur Erholung. Offenbar scheint das bei den Jugendlichen nicht ganz so empfunden zu werden, dass das als Hauptstressverursacher da ist. Ist das so? Ja, also gemäß dieser Studie ist es so, wobei man dort auch nachgefragt hat, wie zufrieden sind sie mit der Gestaltung ihrer Freizeit. Und über die Hälfte der Jugendlichen hat gesagt, sie hätten gerne mehr Freizeit. Also sie sind unzufrieden, weil sie zu wenig Zeit haben, um den Hobbys und Freizeitaktivitäten nachzugehen, denen sie gerne nachgehen würden. Wir sehen das auch häufig, dass die Jugendlichen sehr zugepflasterte Freizeitpläne haben. Also was wir oft machen, wenn die Jugendlichen oder auch die Eltern uns die Jugendlichen sehr gestresst schicken und sagen, es wird zu viel, ich bin am Limit, machen wir oftmals in einem ersten Schritt wie eine Wochenübersicht. Also dass wir mal schauen, wann ist denn Schule, wann wird Hausaufgaben gemacht und gelernt, wann sind so fixe Termine, die beispielsweise den Sport umfassen oder die Musik. Und dann gucken wir, wie viel Zeit bleibt noch frei. Und dort sehen wir definitiv auch viele Jugendliche, die sich melden und sagen, ich weiß gar nicht, welche Zeitfenster ich noch als frei anmalen kann. Und oftmals merkt man das gar nicht, wie sich über die Jahre hinweg diese Freizeitaktivitäten anleppern sozusagen. Und wenn man es dann mal schwarz auf weiß sieht, dann erschrickt man oftmals. Also oftmals auch die Eltern, die sagen, das war mir gar nicht so bewusst, wie viel mein Kind eigentlich an Pensum bewältigt jede Woche. Ich finde es dort immer noch wichtig, auch zu schauen, sind das Freizeitaktivitäten, die wirklich eine Erholung und eine Freizeit an sich darstellen? Oder ist es nochmal dasselbe vom selben? Also nochmal beispielsweise ein Sportverein, der sehr leistungsorientiert ist, wo ich wieder in diesem Konkurrenzkampf und in diesem Wettbewerb drin bin. Und das kann sehr wohl eben auch Stress auslösen und bedrückend sein. Jetzt könnte es aber sein, dass wenn man diese ganzen Aktivitäten rausnimmt, dass sich das Kind dann langweilt. Das muss man dann aushalten, und zwar auch als Eltern. Also vielleicht noch ganz kurz zur Studie vorhin. Ich finde es immer wichtig, es waren Selbstaussagen, oder? Und wenn Kinder natürlich etwas als ihr Hobby betrachten, wie zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken sein, dann wollen sie das auch nicht angeben als Stressquelle. Wenn wir unser Handy, es braucht so eine gewisse Einsicht, dass man merkt, mein Handy stresst mich eigentlich total, oder? Weil es ist etwas, was ungeheuer attraktiv ist. Und dann merkt man das schlecht, dass es auch eine Form von Stress ist. Aber eben diese Langeweile, die ich noch vorhin angesprochen habe, das muss man als Eltern dann aushalten, wenn das Kind plötzlich halt eben nicht in Fußballvereinen, nicht Musikunterricht, sondern dann vielleicht zu Hause ist und sich vielleicht auch langweilt und vielleicht eher dann stärker auch präsent ist zu Hause und die Eltern vielleicht finden, was soll das jetzt? Ja. Wie geht man denn damit um? Also das, was wir heute sehr oft machen, ist, dass die
die Zeit der Kinder durch die Erwachsenen dominiert ist. Oder? Also wir überlegen uns ein Programm und die Kinder sollen das dann machen. Und die Kinder wollen das eigentlich nicht. Die wollen selber was gestalten. Also ich hatte so ein gutes Beispiel. Ich war am Freitag mit meinen Kindern in Thun und da gibt es einen wunderbaren Spielplatz mit so einem Piratenschiff. Und sie haben 3 Stunden lang unter einem Baum, was so trockene Erde hat, ein Loch gegraben. Und neben dem Spielplatz. Oder? Sie wollten irgendwas gestalten und es sind auch andere Kinder gekommen, deren Eltern haben sie dann immer so wieder weggeholt, weil sie das ja nicht dürfen. Dafür gibt es ja den Sandkasten. Ich habe so getan, als wären es nicht meine Kinder. Aber das finde ich irgendwie verwunderlich, oder? Also man pflastert den Kindern was Perfektes hin, da habt ihr den Sand, da könnt ihr buddeln, da habt ihr das Piratenschiff, könnt ihr klettern. Und sie wollen irgendwie das gestalten, mitgestalten, dort ein Loch graben und dann haben sie Wasser geholt von einem nahen Brunnen und das aufgefüllt und eine Falle gemacht. Oder? Und das ist es, wo die Kinder auch aus der Langeweile heraus, was machen wir jetzt? Oder sie müssen das aushalten, eine gewisse Spannung da und dann entstehen aber Ideen. Und dort findet wirklich dieses Kreative statt. Und das ist auch ganz anders entspannend, wenn man nachher so etwas gemacht hat, wo man so die Zeit vergessen konnte. Weil das finde ich auch so wichtig, die haben 3 Stunden lang dort gebuddelt, oder? Und wenn Erwachsene das organisiert haben, dann ist es immer mit einem Ziel verbunden. Ah, jetzt haben wir diesen Kurs, jetzt machen wir Fußball und die Kinder sollen das und das lernen und dann bauen wir das pädagogisch geschickt auf und jetzt trainieren wir 5 Minuten das und dann wird gepfiffen und jetzt 5 Minuten das, oder? Das hat auch was Schönes und soll auch Platz haben. Aber die Kinder sind dort immer in so einer Konsumentenrolle drin. Und zumal es ja heute Angebote gibt wie Kinder-Yoga, die vielleicht auch sehr schön sind, aber die auch etwas darauf schließen lassen, dass sich die Kinder erholen, um dann in ihrer Funktion als Schüler, Schülerin wieder zu funktionieren, oder? Dass es heute ganz viele Angebote gibt, die eigentlich nur darauf abzielen, besser in dem zu werden oder klarzukommen, was sie eigentlich erreichen sollen. Oder als solche verstanden werden. Also ich denke beispielsweise, so ein Bereich, der ja relativ einen großen Aufschwung erlebt hat, ist der Bereich der Achtsamkeit. Mhm. Ich finde ein wunderbares Konzept, was aber eben oftmals, und das sagen auch die Vertreter der Achtsamkeit, leider eben auch dafür wie zweckentfremdet wird zu sagen, und wir nutzen das jetzt, damit die Kinder oder auch die Erwachsenen ruhiger werden, noch erfolgreicher sein können, noch mehr arbeiten können. Und das erscheint mir eher wie so eine Art der Pflasterpolitik zu sein, wo es oftmals aus meiner Sicht sinnvoller und hilfreicher wäre, so auf einer Metaebene zu schauen, wie sieht unser Alltag aus? Was muss dort unbedingt Platz haben, damit es uns allen gut geht? Was brauchen wir, was brauchen die Kinder, damit es uns wohl ist? Und vielleicht auch zu schauen, welche Sachen wollen wir in Zukunft rauswerfen oder nicht mehr machen, um so für ein Stück weit Entlastung zu sorgen. Ich denke, das ist zum Teil auch eine Sache, die man wie für die Kinder mit übernehmen muss. Oftmals kommen die Kinder ja selber und wollen eben ganz viele Freizeitaktivitäten haben. Also ich war selber so ein Kind, ich wollte gerne Ballett machen, ich wollte gerne Geige spielen, ich fand Saxophonspielen toll, ich hätte gerne einen Pflegepony gehabt und so weiter und so fort. Und es wäre ein leichtes gewesen, jetzt meine Schulwoche noch zuzupflastern mit einer ganzen Reihe von Freizeitaktivitäten. Und ich bin dort extrem dankbar. Meine Mutter hatte so die ganz klare Haltung, es gibt 2 strukturierte Freizeitsachen und mehr nicht. Und bei jeder neuen Sache, die ich gerne anfangen wollte, hat sie mich gefragt, und was soll dafür weichen, oder? Weil du brauchst auch noch Zeit, um dich zu erholen. Und ich fand das natürlich als Kind extrem blöd. Also ich habe immer gesagt, ja, aber Mama, die anderen dürfen auch. Dann hat sie immer gesagt, warte. Und ich habe dann wirklich gewartet und in dem Moment, wenn dann die Nachbarskinder zum Flötenunterricht mussten und sonst irgendwie in den Sport, dann habe ich mich gefreut, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit hatte, rauszugehen und mich zu erholen. Zumal die wahrscheinlich auch schnell fertig war mit ihrem Kurs und gesagt haben, sie möchten dann jetzt doch nicht mehr, oder? Also das kommt ja dann auch sehr oft vor. Je nachdem.
Wir müssen auch über das Thema Medienkonsum als Stressfaktor sprechen, obwohl das auch in dieser Studie nicht jetzt an erster Stelle stand. Wenn ich mir heute angucke, wie viele Nachrichten beispielsweise Jugendliche kriegen über WhatsApp oder in wie vielen Chats sie unterwegs sind und auf wie vielen sozialen Netzwerken sie aktiv sein müssen. Man muss sozusagen dabei sein, weil man sonst plötzlich ausgegrenzt wird, als Außenseiter gilt, wie auch immer. Dass das Stress verursachen kann, verursachen muss, das liegt offenbar, also liegt auf der Hand. Wie seht ihr das? Also ich denke, eine Sache, die sicherlich dort Stress auslöst, ist das permanente Multitasking. Das erreichbar sein müssen. Und dass man viele Sachen gleichzeitig tut, oder? Man ist eigentlich unterwegs und man schaut permanent aufs Handy, weil dort tausende von Nachrichten auf einen einflimmern und einflackern. Oftmals sagen uns die Jugendlichen dort auch, meine Kollegen, die sind beleidigt, wenn ich nicht sofort zurückschreibe. Das heißt, die Taktung hat sich verändert. Zu unserer Zeit vielleicht, wenn man irgendwie das erste Mal die SMS aufgekommen sind, ja, da hat man vielleicht am nächsten Tag mal zurückgeschrieben, wenn dann das Handy mal an war. Heute nach 10, 15 Minuten, wenn die Jugendlichen nicht antworten, schreibt meistens das Gegenüber dann schon, ist irgendwas los, bist du sauer auf mich, ich wollte gar nicht. Oder also diese Erwartung der permanenten Erreichbarkeit, das ist sicher etwas, was viele Jugendliche beschäftigt und belastet. Und damit verbunden eben auch die Schwierigkeit, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Ich glaube, das ist auch etwas, was nicht nur den Jugendlichen, sondern uns Erwachsenen auch zu schaffen macht, dass man den Eindruck hat, man ist immer wieder rausgerissen aus dem, was man eigentlich gerade tut und muss sich mit diesem Gerät beschäftigen, mit den Nachrichten, die reinkommen. Und das kann man über viele, viele Studien hinweg zeigen, dass das Multitasking, also dieses Hin- und Her-Switchen, die Stresswerte nach oben schwellen lässt und die Produktivität senkt. Und ich denke, da sind wir alle mit drin, also nicht nur die Jugendlichen, sondern die Erwachsenen auch. Also da kommt auch immer die viel beschworene Medienkompetenz, oder? Und das fängt ja auch bei uns Erwachsenen an. Und ich muss zum Beispiel bei mir sagen, ich habe einfach überhaupt einen völlig inkompetenten Umgang mit diesem Ding. Das nervt mich. Oder ich bekomme so viele Nachrichten, dann versuche ich wieder mal so eine Diät zu machen, das Ding immer abzuschalten, dann merke ich wieder, wie meine Hand irgendwie in die Hosentasche wandert, oder? Oder ich bin kurz an der Bushaltestelle, früher hatte ich einfach gewartet, jetzt sofort gucke ich die E-Mails an, oder? Und dann ist man ja ständig in diesem blöden Arbeitsmodus wieder drin. Es wäre ja eine Möglichkeit, sich an der Bushaltestelle zu erholen. Irgendwie einfach ein bisschen den Gedanken nachzuschweifen. Und ich habe gemerkt, dieses Handy, das hat irgendwie mir was genommen, also diese Fähigkeit, das zu tun. Und das finde ich unheimlich schade. Oder einfach mal eine Stunde, das konnte ich früher so gut, eine Stunde konzentriert lesen, ohne ein einziges Mal abzuschweifen. Und wenn das Handy auf dem Tisch liegt, dann gelingt mir das nicht. Also so der Blick, der immer kurz rüber geht, oder? Und dann hat es vielleicht kurz vibriert und dann kann man nicht einfach sagen, jetzt lese ich noch eine halbe Stunde und dann schaue ich an, was gekommen ist. Und da denke ich immer, wenn ich das nicht kann, wie soll das dann ein 12-Jähriger schaffen? Also das glaube ich wie noch nicht, dass wir da so wirklich kompetenten Umgang haben. Und wenn ich die Leute rundherum im Zug anschaue, dann habe ich das Gefühl, die wenigsten sind wirklich kompetent, was diese Geräte anbelangt. Stefanie, du hast eben deine Mutter zitiert, die... Liebe Grüße an meine Mutter. Die schon ganz guten Trick hatte, wie man vielleicht den Alltag seines Kindes ein bisschen stressfreier gestaltet. Habt ihr noch weitere? Was kann man machen in der Familie? Es muss ja noch gar nicht so weit sein, dass die Kinder wirklich schon krank sind beziehungsweise schlimme Symptome aufweisen. Aber was kann man tun, um einfach ein bisschen entspannteren Lebens- oder Familienalltag zu leben? Also ich denke, ein Bereich, der ja viele Familien, viele Eltern, aber auch die Jugendlichen stresst, ist so diese inneren Antreiber. Dass man immer das Gefühl hat, man muss oder man sollte oder es wäre wichtig. Oftmals auch in Bezug auf Situationen, die objektiv, wenn man die aus der Distanz betrachten könnte, gar nicht so sehr wichtig sind. Und was dort oftmals aus unserer Sicht hilfreich ist wirklich sich zu fragen, wenn man so ein Mann muss oder ich muss Satz im Kopf hat, sich zu fragen, wer sagt eigentlich, dass ich das muss? Und
den Gedanken zu Ende zu denken und sich zu überlegen, und was würde passieren, wenn ich das nicht mache oder einfach gut genug erledige. Und meistens merkt man dann, die Katastrophe wird nicht eintreffen, das Leben geht weiter, es wird nicht Sodom und Gomorra ausbrechen, sondern es wird relativ regulär so weitergehen können wie bisher. Und das reduziert oftmals den Stress schon in einem ersten Schritt. Was häufig damit verbunden ist, wäre auch so bewusst zu schauen, wo machen wir unsere Grenzen zu. Also wo sagen wir, vielleicht einmal im Jahr sich auch mit der Familie zusammenzusetzen und zu schauen für das nächste Jahr, was wollen wir weniger machen, was wollen wir gar nicht mehr machen. Also was sind so Aktivitäten, die sich irgendwann mal oder Aufgaben, die sich irgendwann mal angeleppert haben in unserem Familienleben, aber die uns eigentlich nicht gut tun, die uns alle nur stressen, unter Druck setzen, die wir gar nicht möchten. Ein Satz, den ich tatsächlich von dir gehört habe und den ich sehr schlau finde, Fabian. den ich wirklich schön finde, der Gedanke, dass das, was man den Kindern schenken kann für später, wenn man möchte, dass sie glücklich und zufrieden sind, das ist, dass man schaut, dass sie heute glücklich und zufrieden sind. Oftmals hat man ja das Konzept im Kopf, man muss sie so wie fit machen für später und opfert dadurch manchmal so das Heute, dass man einen Eindruck hat, mehr lernen, mehr erreichen, mehr tun. Und dass man sich immer mal wieder überlegt, was muss eigentlich heute an diesem Tag Platz haben, damit es für uns zusammen ein guter Tag war. Damit wir einen Moment hatten, wo wir uns wirklich näher gekommen sind, damit wir einen Moment hatten, wo wir uns echt begegnet sind. Was sind so die Momente, die Aktivitäten, bei denen ich selber, aber auch die Kinder aufladen können? Also was sind so unsere Energiequellen und wie können wir die am Sprudeln behalten? Ich denke, das ist so eine Aufgabe, die sich einem als Einzelperson, aber auch als Familie immer mal wieder stellt. Ich finde auch dieses Nichtmachen von Sachen so wichtig, oder? Also ich habe sehr oft mit Jugendlichen so einen Dialog, oder das zum Beispiel ganz typisch, eine Jugendliche sagt, ich komme am Freitag nach Hause und dann geht es ums Thema Aufschieben, oder? Und dann sagt sie mir, ja, und dann möchte ich eigentlich was machen für die Schule. Ich denke, ich muss und ich sollte, oder? Und dann mache ich aber nichts und am Abend habe ich nichts gemacht und habe ein schlechtes Gewissen und bin irgendwie müde und abgekämpft. Und wie schaffe ich das, dass ich nach Hause komme und mit dem Arbeiten anfange? Und dass ich dann sage, ja, aber am Freitag, da hattest du doch eine ganze Woche Schule hinter dir, oder? Was würde jetzt passieren, wenn du sagen würdest, Freitagnachmittag bis Samstagmittag mache ich einfach nichts. Das schreibe ich in meine Agenda, Arbeiten verboten, oder? Und dann sagen sie regelmäßig, ja, also wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht weniger tun für die Schule, aber dann könnte ich richtig frei machen, ohne dass ich immer das Gefühl hätte, ich sollte, müsste noch etwas anderes tun. Dann könnte ich auch wirklich abmachen mit Freunden, weil ich nicht immer nur sage, ich mache nur noch kurz und dann fange ich an. Oder dass ich könnte wirklich mich erholen und dann hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß und mehr Elan, um dann wieder weiterzumachen. Das finde ich manchmal auch so wichtig als Eltern. Also ich habe das oft, dass ich einfach sage, jetzt verbringe ich den ganzen Tag einfach nur mit den Kindern. Es muss nichts gemacht werden. Dass man nicht irgendeinen Plan im Kopf hat, oder? Also wie jetzt da das Beispiel mit Tun, dann bleiben wir halt 4 Stunden bei diesem Platz, wenn es ihnen gefällt. Oder dass man nicht das Gefühl hat, wir machen zuerst das und dann gehen wir noch dorthin und dann hierhin und dann wieder zurück. Und das ist ja zum Teil auch dann diese Art von Stress. Ich hatte letztens, das habe ich gerade geschrieben in neuen Artikeln, das war so witzig, habe ich einen Koreaner getroffen im Zug. Er und seine Freundin ganz stolz mir erzählt, dass sie jetzt in 10 Tagen 12 Hauptstädte in Europa besucht haben. So dieses Reindrücken von wahnsinnig viel in unser Leben. Es gibt so ein Konzept, ich weiß nicht, ob wir noch kurz Zeit haben, das ich dort ganz spannend finde, von Hartmut Rosa. Das ist ein Soziologe und der hat gesagt, etwas, und das finde ich auch so eine ganz wichtige Stressquelle heute, was sich verändert hat, ist die Beschleunigung. Also er hat sich befasst mit dem Phänomen der Beschleunigung, gesagt, wir sehen das in verschiedenen Bereichen. Kommunikation, Transport, Produktion. Oder wir haben eigentlich dafür gesorgt, dass wir
in all diesen Bereichen, fast jede Erfindung ist darauf ausgelegt, uns produktiver zu machen und Zeit zu sparen. Trotzdem haben wir heute noch nie so viele Menschen wie sonst irgendwann, die so das Gefühl von Zeitnot haben, also die das Gefühl haben, es passt nicht alles in meinem Tag, was ich tun sollte. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir eine Möglichkeit gefunden haben, etwas zu beschleunigen, dass wir einfach mehr davon tun. Statt 3 Briefe 180 Nachrichten schreiben, statt eine Reise machen, wenn es günstiger wird und man billig, also schneller mit dem Flugzeug hinkommt, dann reist man halt 4-mal pro Jahr irgendwo hin, oder? Also so diese, oder 12 Hauptstädte in 10 Tagen. Dass man versucht, möglichst viel zu erleben. Wenn die Musik günstiger wird, dann hat man nicht mehr eine Schallplatte, die man hört, sondern man lädt sich 1500 Lieder herunter, die man auf seinem PC hat, oder? Und was er sagt, ist, dann fehlt uns das, jetzt bezeichnet das als Resonanz, ich finde den Begriff jetzt nicht so glücklich, aber so dieses sich völlig einlassen auf etwas, das ist etwas, was uns immer schwerer fällt, je mehr diese Beschleunigung da ist. Einfach 3 Stunden lang eine Oper zu hören, oder ohne dass man noch kurz aufs Handy guckt oder das Gefühl hat, es wird mir langweilig. Sich für etwas Zeit zu nehmen, ich finde das auch so krass, wenn wir Filme anschauen von früher, oder? Denken wir, oh, hey, besten vorwärts, ja. Oder? Bitte mal eine neue Kameraeinstellung. Also wir haben uns so daran gewöhnt, dass alles schnell gehen muss, dass wir ganz viele Informationen kriegen auf einmal. Und wenn wir das nicht kriegen, dann werden wir nervös. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, oder? Das Gleiche sehe ich in der Schule. Ganz viele Lehrpersonen versuchen, dem Folge zu leisten, dass sie versuchen, das Angebot immer anregender und spannender zu machen, weil die Kinder sind ja so schnell gelangweilt, oder? Dann versucht man sie so zu begeistern von außen, immer mehr zu bieten. Und das, was die Kinder ja lernen sollten, wäre wirklich so die Fähigkeit, sich wieder Zeit für etwas zu nehmen, sich auf etwas einzulassen, Langeweile auszuhalten, Durchstrecken auszuhalten, runterzukommen und sich mit etwas in die Tiefe zu befassen. Und das wäre so eine Gesellschaftsaufgabe. Wie kriegen wir das wieder hin, dass wir dort, wo es sinnvoll ist, diese Beschleunigung, dieses Technik und in anderen Bereichen diese Entschleunigung hinkriegen und uns wieder auf etwas wirklich einlassen können. Wir reden gleich noch weiter an dieser Stelle. Jetzt würde mich gerne mal interessieren, ob es Reaktionen gab aus dem Internet. Wir haben das nämlich jetzt live übertragen auf unserer Facebook-Seite. Und Bianca Fritz, unsere Online-Chefin, hat aufmerksam mitgehört und mitgeschrieben und würde uns vielleicht mal kurz erzählen, was da so im Netz los war die letzte Stunde. Was gab es für Reaktionen, für Fragen? Für Bianca. Ja, also eine Frage, die immer so zwischen den Zeilen mitgeschwungen ist, war wirklich von den Eltern so ein bisschen das Anliegen, ich merke aber, dass mein Kind wirklich ganz viel Zeitdruck mitkriegt von der Schule. Also zum einen fängt es schon ganz früh an, dass es erst am Nachmittag nach Hause kommt. Zum anderen geht der Lehrplan schon im Kindergarten los. Also wie soll ich damit umgehen? Es ist ja wirklich ein konkreter Druck da. Das ist eine Frage, die so zwischen den Zeilen überall mitgeschwungen ist. Ah, vielleicht mache ich noch die zweite hinterher, dann kann ich euch das Mikrofon zurückgeben. Und zwar haben wir noch die konkrete Frage. Eine Leserin hat gesagt, sie hat relativ viele spezielle Begabungen, ein Kind mit Hochbegabung, das eine Klasse übersprungen hat und so weiter. Und die Schule fordert aber, dass sie all diese Sachen alleine löst. Und sie fragt jetzt, an wen sie sich überhaupt wenden kann. Sie weiß überhaupt gar nicht, wo sie anfangen soll. Also 2 konkrete Fragen, zuerst zur Schule und dann zu diesem speziellen Fall noch. Also, dass die Kinder natürlich mit gewissen Anforderungen konfrontiert werden von der Schule, das ist klar. Und oftmals hat man vielleicht als Eltern auch das Gefühl, diese Anforderungen sind zu hoch. Was ich dort immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich wie als Vermittler versteht zwischen dem, was das Kind leisten kann und den Anforderungen, die von außen kommen. Also dass man nicht das Gefühl hat, die prasseln einfach auf das Kind ein und man muss die jetzt so gut wie möglich irgendwie, koste es, was es wolle, erfüllen,
sondern dass man schaut, wo ist als Elternteil für unsere Familie ein gewisser Handlungsspielraum da. Und ein gewisser Handlungsspielraum ist zum Beispiel dort da, wo man das Gefühl hat, die Kinder sind zeitlich wirklich überlastet. Also dass man merkt zum Beispiel, der Lernstoff, die Hausaufgaben, das ist einfach zu viel. Dass man dort, Fabian hat schon kurz erwähnt, wirklich auch auf die Lehrperson zugehen kann und sagen kann, das beobachten wir, so und so lang braucht mein Kind. Wir haben den Eindruck, es bleibt zu wenig Zeit übrig, um beispielsweise wirklich frei zu machen, sich zu erholen. Was schlagen Sie uns vor? Was wäre möglich? In Bezug auf diesen Stress oder Druck, der zum Teil von der Schule kommt, dort finde ich es auch noch wichtig, dass man schaut, wie funktioniert mein Kind? Gerade wenn die Kinder lange Schultage haben, dann hat man oftmals als Erwachsener so dieses Konzept im Kopf, die Kinder sollten dann halt heimkommen und dann kurz sich erholen und dann sollten sie das Zeug, was sie aufhaben, dann sofort erledigen. Es gibt aber einfach Kinder, die nicht so funktionieren, also die beispielsweise besser am Morgen oder am Abend arbeiten können. Also dass man wirklich auch schaut, wann sind gute Momente für mein Kind, um konzentriert zu arbeiten und was muss sonst noch im Alltag Platz haben, damit man wirklich aufladen kann. Und dass man dort sich auch als Wächter von so einer gesunden Grenze sieht als Eltern und sagt, wenn ich merke, die Anforderungen sind zu hoch, dann werde ich das kommunizieren und werde gemeinsam mit der Schule oder auch mit dem Sportverein, je nachdem, wo es eben ist, versuchen, eine gütliche Lösung zu finden. Und dort erleben wir die Lehrperson, das muss ich auch noch sagen, wirklich als sehr kooperativ. Also man darf das. Also es geht dort auch zum Teil darum, sich von gewissen Ansprüchen zu distanzieren. Ich habe das sehr oft im Lerncoaching erlebt, oder dass Eltern sehr gestresst sind, die Kinder auch, weil die Leistungen halt zum Beispiel nicht genügend sind. Und ich da mit den Eltern einfach etwas abgemacht habe, dass wir gesagt haben, das Kind übt 10 Minuten pro Tag an dieser Stelle mit dieser Methode für dieses Fach und mehr nicht. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber reicht das dann damit? Oder? Und dann sage ich einfach, das weiß ich nicht. Aber mehr können wir dem Kind nicht zumuten. Und dass man sagt, das machen wir, oder das sind wir bereit zu investieren an Zeit und Aufwand und mehr geht nicht. Und dann schauen wir halt, was das Resultat ist und das müssen wir akzeptieren. Und damit tun wir uns heute so schwer und das war ja das, was ich auch angesprochen habe mit dieser Machbarkeitsvorstellung. Es gibt Kinder, die zum Beispiel in gewissen Bereichen dann so sehr Mühe haben, dass sie einfach dort nicht gut sind. Oder Kinder, die einfach Mühe haben mit der Rechtschreibung und das wird so bleiben. Und da kann man noch so viel üben und investieren. Es wird nicht so gut werden, dass sie zum Beispiel dort genügend sind. Und dann geht es auch immer darum, was können wir akzeptieren? Wo können wir die Messlatte anpassen? Wo können wir dem Kind vermitteln, wir schauen, dass du da eine 3,5 hast, wir schauen, dass du eine 4 hast und dann freuen wir uns, oder, dass das geklappt hat. Und wir lassen uns nicht völlig aus dem Konzept bringen. Vielleicht noch die Antwort zu der Frage mit der Hochbegabung. Was war da nochmal die Frage, Bianca, dass sie fühlte sich alleingelassen, genau. Übrigens Thema Hochbegabung, das Duft im August von Fritz und Frenzi, da widmen wir dem Thema 24 Seiten. Begabung, Hochbegabung ist das Thema. Aber bitte, Fabian. Da wäre es gut zu wissen, wo die Mama und die Tochter natürlich sitzt, also ob sie in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, von Österreich aus zuschauen. Generell, wenn die aus der Schweiz, ja. Es gibt verschiedene Vereinigungen auch, die sich an Eltern von hochbegabten Kindern richten, wo man sich informieren kann, auch über verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Wenn es Schwierigkeiten in der Schule gibt mit dem Lernen, sind oft auch die Schulpsychologen sehr gute Ansprechpartner, die dort Hilfestellung geben können. Oftmals braucht es einfach auch eine Hilfe bei der Strukturierung, also gerade wenn es viel Stoff irgendwie nachzuholen gibt, wo zum Teil die Eltern sich auch Unterstützung holen können, bei Fachpersonen, die einfach aufs Lernen spezialisiert sind oder das Kind selbstständig sich dort Unterstützung holen kann. Wenn die Kinder das Gefühl haben, sie sind alleine gelassen, dann wäre es wichtig, sie damit nicht alleine zu lassen. Also zu gucken, an wen können wir uns wenden, was sind so die Stellen, die uns dort Unterstützung geben könnten.
Und ist es eher eine Unterstützung in der Organisation mit dem Stoff oder ist es eher eine Unterstützung, wie gehe ich an ein Lernmaterial ran, von dem ich noch nicht so viel weiß, also eher emotionaler Natur. Und je nachdem, wo die Schwierigkeiten liegen, würde man dann auch anders arbeiten mit dem Kind. Es gibt in Fribourg auch seit etwa 4 Monaten einen Elternverein für Eltern hochbegabter Kinder. Also bei Freiburger Nachrichten, Elternverein hochbegabte Kinder googeln, dann findet man gerade ein paar Artikel dazu. Gibt es noch eine weitere Frage, Bianca, aus dem Publikum, aus den Zuschauerinnen und Zuschauern? Das Publikum befragen wir gleich noch. Als ihr darüber gesprochen habt, wie man die Zeit einteilt, wie viel das Kind jeweils machen kann, kam die Frage rein, ob es nicht vielleicht doch gleich besser wäre, auf Hausaufgaben ganz zu verzichten. Also im Lehrplan 21 sind weniger Hausaufgaben vorgesehen. Das ist schon mal ein Schritt. Man hat das in der Schweiz schon mehrfach probiert. Also gerade Kanton Schwyz hat 1993 bis 96 die Hausaufgaben abgeschafft. Die PH hat das begleitet. Also sie hat die Leistung der Schüler überprüft. Vorher, nachher, oder? Also ob man bei diesen Jahrgängen, die keine Hausaufgaben hätte, eine Veränderung sieht in der Leistung. Das war nicht der Fall. Also es hat keinen Unterschied gemacht, ob die Kinder Hausaufgaben hatten oder nicht. Wurde dann aber auf Druck der Eltern wieder eingeführt und das ist auch in anderen Kantonen und Schulen wieder passiert, dass wenn Schulen die Hausaufgaben abgeschafft haben, die Eltern das Gefühl hatten, mein Kind hat schlechtere Chancen, weil unsere Schule keine Hausaufgaben gibt. Also da muss wahrscheinlich noch ein bisschen etwas passieren. Ja, ich denke, es wäre möglich, oder? Also gerade wenn die Kinder dadurch mehr Zeit haben, dort zu lernen, wo sie es wirklich brauchen und auf die Prüfung vorzubereiten, wäre das eine Möglichkeit, das zu überdenken. Und es hat ja auch, also wer sich für die Abschaffung der Hausaufgaben letztens stark gemacht hat, war der Schulleiterverband der Schweiz. Also dieser Wunsch, die Hausaufgaben abzuschaffen, kommt momentan eher aus der Schule als von den Eltern, was ich noch erstaunlich finde. Gibt es aus dem Publikum Fragen? Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen jetzt zu dem, was gesagt wurde? Ja, bitte. Wir müssen gucken mit dem Mikrofon. Können wir vielleicht das Mikrofon darüber gehen oder soll ich die Frage jeweils wiederholen? Ja, wir gucken es mal so, ja? Ah, okay. Ja, ich habe eine Frage zu dieser Jakob-Studie, von der Sie immer sprechen, wo die Kinder ja die Fragen selbst beantwortet haben. Ich wollte wissen, die Kinder, die befragt wurden, welches Alter haben diese Kinder und in welcher Region wurden die befragt? Also woher kommen diese Kinder? Die Jugendlichen waren zwischen 15 und 21 Jahre alt. Sie waren aus allen drei großen Sprachgruppen der Schweiz. Also es war eine schweizweite Studie mit 1538 Jugendlichen. Gibt es weitere Fragen? Da hinten sehe ich jemand, ja. Ich habe auch eine Frage zu der Jakob-Studie. Und zwar so der erste Gedanke, als ich es vorhin erwähnt habe, war also die sozialen Medien. Die Schule ist, glaube ich, von 14. Heute ist 18, sind also 4, 5 Jahre später. Ist da wie eine ganz andere Generation sozialen Medien. Das geht relativ schnell. Und der andere Gedanke war, Sie haben gesagt, dass die Kinder gesagt haben, die Schule ist der Druck und weniger die Freizeit. Aber es ist nicht auch ein bisschen so, wenn man jetzt in der Freizeit, die mit den sozialen Medien ist, erholt man sich weniger und deswegen ist in der Schule der Stress viel, nimmt man viel mehr wahr, weil er offensichtlicher ist. Also es hängt ein bisschen vielleicht zusammen, aber mehr versteckt. Ja, also was, das würde ich auch so sehen, oder? Also was man zeigen kann, ist, wenn wir zum Beispiel arbeiten und dann als Pause auf die sozialen Medien gehen, dann haben wir überhaupt keinen Erholungseffekt. Das braucht auch wieder diesen Bereich hier vorne, den präfrontalen Kortex. Wir müssen Informationen verarbeiten und wir haben dann einfach das Gefühl, wir sind dauernd müde, oder? Aber wir bringen das nicht wirklich in Zusammenhang damit. Und das andere große Problem ist, dass durch die Handys bei den Jugendlichen die Schlafqualität sinkt. Sie schlafen weniger, weil sie länger dran sind, weil auch dieses blaue Licht der Handys sie wach macht am Abend.
Und wenn wir natürlich weniger geschlafen haben, oder, dann fühlen wir uns auch schneller überfordert und erschöpft. Das kann man über alle Länder hinweg eigentlich zeigen in der industrialisierten Gesellschaft, dass der Schlaf in den letzten Jahrzehnten 30, 40 Minuten kürzer geworden ist. Also wir bringen uns um diese Erholungszeiten. Was jetzt mir gefehlt hat bei den Stressursachen, ist die Frage nach den innerfamiliären Verhältnissen. Ist das auch eine Stressursache? Also wie es der Familie geht? Ich denke schon. Würde mich wundern, wenn nicht, könnt ihr dazu noch etwas sagen? Also wenn eine Familie schwer belastet ist, weshalb auch immer, das hat doch bestimmt auf das Kind, auf die Belastung des Kindes großen Einfluss, oder? Was sagt ihr dazu? Absolut. Also die Situation, in der sich die gesamte Familie befindet, hat natürlich auch einen Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit des Kindes. Man findet dort in der Forschung, nennt man das Spillover-Effekte. Also das heißt, Übertragungseffekte von einzelnen Familienmitgliedern auf andere. Das heißt, wenn ein Familienmitglied hoch belastet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein anderes Familienmitglied wie aufnimmt. Also dass es dort auch zum Teil dann so Mechanismen gibt, wo sich das Stresslevel deutlich aufschaukelt. Das ist tatsächlich so. Das heißt, wie es der Familie oder auch einzelnen Familienmitgliedern geht, hat immer natürlich auch einen Einfluss auf alle anderen, die in diesem System mitleben und versuchen, miteinander irgendwo in Kontakt zu bleiben und in Kontakt zu treten. Ja, definitiv. Und Ereignisse, also wie zum Beispiel eine Scheidung, oder? Das ist für Kinder eine immense Belastung. Ja. Also ich habe eine Frage. Wurde einmal untersucht, wie weit der Stress in der Schule zugenommen hat? Einfach, wenn ich daran denke, ich musste in der Primarschule noch kein Französisch und Englisch lernen. Heute müssen Sie das. Ich musste in der zweiten Sekundarschule keinen Stellwerktest schreiben, der für meine Berufswahl entscheidend wird. Dann keinen Multi-Check lösen und auch kein Mini-Assessment für mich erwähnen lassen. Wenn ich mich für die Migros bewerbe, also ich denke einfach, der schulische Stress, habe ich das Gefühl, hat massiv zugenommen, weil all diese externen Leistungsfaktoren, auf die die Eltern dann auch hinarbeiten, eigentlich permanent vorhanden sind. Ja, also der hat auch für die Schulen zugenommen, oder mit diesem Vergleichsstudien, PISA und so weiter, und kaum schneidet man nicht so gut ab, geht es durch alle Medien hindurch, oder? So diese Vergleichbarkeit. Was Sie angesprochen haben, früher hat man mehr etwas vertieft bearbeitet oder man hat sehr viel mehr Wert gelegt auf gewisse Grundfertigkeiten. Das sieht man zum Beispiel bei der Rechtschreibung, die deutlich schlechter geworden ist, oder? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man viel weniger Zeit dafür hat. Also man drückt mehr in die Lehrpläne. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich das Wissen alle paar Jahre verdoppelt, oder dass man höhere Anforderungen hat. Ich sage es manchmal mit dem Beispiel, zur Zeit von meinem Vater war es ein Vorteil, wenn man Englisch konnte, heute ist es ein Nachteil, weil man es nicht kann, oder? Also es wird immer mehr quasi selbstverständlich vorausgesetzt und mit dieser Beschleunigung kommt auch immer die Frage, wie können wir mehr lernen in kürzerer Zeit? Oder wie kriegen wir mehr unter in diese Lehrpläne? Und das ist etwas, was wir alle erleben. Also der Aufgabenberg wächst. Für die Kinder, für die Lehrpersonen, für uns bei der Arbeit. Ich würde dort vielleicht gerade noch Zahlen ergänzen, weil Sie gefragt haben, wurde das untersucht? Eine Untersuchung, die sich das näher angeschaut hat, war die Untersuchung, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die jeweils die 11- bis 15-Jährigen befragt. Alle 4 Jahre, auch in der Schweiz. Erstmals wurde diese Studie oder auch internationale Untersuchung 1982 durchgeführt. Ich glaube, das letzte Mal 2012 oder 2014, aber ich meine 2014.
Und man hat dort unter anderem auch den Schulstress erhoben. Also die Kinder, Jugendlichen gefragt, inwiefern sie sich von den Aufgaben, die eben in der Schule beim Lernen auf sie warten, belastet, gestresst fühlen. Und in den 90er Jahren haben 22,3% der Kinder dem zugestimmt, dass sie sich tendenziell gestresst fühlen von den Aufgaben aus der Schule. Jetzt bei der letzten Untersuchung waren das 26,7%. Also es gibt einen geringfügigen Zuwachs, aber er ist nicht exorbitant riesig. Also das wäre so eine der größten Untersuchungen, die man in diesem Bereich gemacht hat, wirklich mit einer repräsentativen Stichprobe auch. Also ich habe schon seit 26 Jahren mit Kindern und Jugendlichen in ganz verschiedenen Bereichen und ich komme immer wieder auf das gleiche Thema mit den Kindern zu sprechen, das ist das Thema Resilienz. Also die Kinder kommen zu mir und sagen einfach, sie haben wenig Zeit, sie machen ganz viele Erfahrungen in vielen Bereichen, aber sie haben wie die Zeit nicht, die Haltungen, die sie entwickeln, auch umzusetzen. Sie sagen, die Zeit ist einfach zu schnell, ob das in der Schule ist oder die Freizeit oder wo auch immer. Einfach das Thema Resilienz. Wo haben die Kinder Zeit, wirklich auch einfach mal zu sein, sich auszuprobieren und ihre Resilienz zu bilden? Ja, dort kann man sehr gut zeigen, dass diese Zeiträume abnehmen, oder? Dass es immer weniger Platz gibt, wo Kinder ungestört sein können, dass man ihnen das immer weniger zutraut. Gibt's auch jetzt gerade letztens wieder so eine Studie zum Schulweg, oder? Dass immer mehr Eltern ihre Kinder in die Schule fahren, dass man ihnen diese Räume wegnimmt. Geht raus und spielt und man guckt nicht hin als Erwachsene, bewältigt euren Schulweg selber, wir gucken nicht hin als Erwachsene, oder? So Möglichkeiten, für sich etwas zu tun, das fehlt und das finde ich schwierig. Auch wo wollen wir das wieder, wie wollen wir das wieder herstellen, oder? Können wir das überhaupt? Das ist auch dieses Sicherheitsbedürfnis, das viel stärker geworden ist und das einen Punkt erreicht, wo das den Kindern mehr schadet als nützt. Ich hatte jetzt gerade gestern hatte ich einen Vortrag und habe einen Schulleiter wieder getroffen, den ich schon gekannt hatte. Und die haben mit den Sechsklässlern haben die ein ganz tolles vorgebaut. Oder? Also ich kam da vor ein paar Jahren auf den Schulplatz und das war eine riesige Burg aus Holz. Und die Schüler haben die gebastelt, einen total genialen Spielplatz. Und ich habe das als Beispiel gebracht, wo Kinder etwas mitgestalten durften und dann auch einen ganz anderen Bezug haben. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, übrigens, der wurde jetzt aus Sicherheitsgründen, wurde das abgerotzt, oder? Und die Firma hat, eine Firma hat was aufgestellt, was den Normen entspricht. Und das ist dieses Denken, oder? Es darf ja nichts passieren und deswegen geht man nicht mehr mit den Kindern in den Wald, du hast ein paar Zecken, oder man lässt sie nicht den Schulweg machen, es könnte etwas passieren mit dem Verkehr. Man lässt sie nicht draußen spielen, weil, oder immer haben wir als Eltern diese Gefahren vor Augen, auch die Schulen und so weiter, und dann fehlt dieser Raum, um diese Erfahrung machen zu können, die so viel mit Resilienz zu tun haben. Das ist gerade ein sehr gutes Stichwort Resilienz. Wir haben in diesem Raum im letzten Jahr mit Fabian Kollimund und Stefanie Ritzler genau zu diesem Thema gesprochen, Resilienz. Und dieses Video von dieser Veranstaltung, das ist auf unserer Webseite noch abrufbar. Also wenn Sie sich mal eine halbe, dreiviertel sogar oder eine Stunde Zeit nehmen, können Sie sich dieses Video angucken. Da werden Sie sehr viel erfahren zum Thema Resilienz. War ein außerordentlich spannender Abend. Fabian und Stefanie, da sind wir auch schon beim Schluss angelangt. Nochmal die Frage, was können Eltern tun, um das Kind zu entstressen, zu entschleunigen? Was können sie tun, um die Resilienz zu stärken, die Seele zu stärken, dass das Kind vielleicht auch etwas besser mit den Anforderungen und den ganzen Erwartungen umgehen kann, was auf ein Kind zwangsläufig zukommt? Gibt es da einige Tipps von euch, einige kluge Gedanken noch zum Schluss, was die Eltern und die Zuschauer jetzt auch mit nach Hause nehmen können? Ich denke, vieles haben wir hoffentlich schon angesprochen und Sie mitgenommen. Genau, also ich denke, so ein Bereich, den wir uns angeschaut haben, wäre wirklich das bewusste Entschlacken, also zu schauen, wie sieht die Woche genau aus, was soll Platz haben,
gibt es bestimmte Sachen, die wir rausnehmen wollen. Auch bei den strukturierten Freizeitaktivitäten nach dem Prinzip weniger ist mehr vorzugehen und deutlich darauf zu achten, dass die Kinder genug Zeit haben, für dieses freie, unverplante Spiel sich zu vertiefen, um, wie der Fabian hat das beschrieben, in diese Resonanz auch zu kommen mit ihrer Umwelt. Bewusst zu schauen, genügen die, also sind die Anforderungen den Fähigkeiten des Kindes angemessen? Wenn man merkt, dass das Kind in so einer permanenten Überforderung ist, Kontakt aufzunehmen, beispielsweise zur Schule, das zu deponieren, zu schauen, gibt es da eine Möglichkeit zu reduzieren? Den Kindern immer wieder auch Freiräume zu geben, um diese Energiequellen anzuzapfen. Also wirklich als Familie darüber zu diskutieren, was braucht jeder Einzelne von uns, damit es ihm in dieser Familie gut geht. Was muss an einem guten Tag im Alltag Platz haben, dass wir zufrieden oder einigermaßen zufrieden miteinander ins Bett gehen. Ich finde es auch gut, wenn man in der Familie mal darüber spricht, was braucht jeder Einzelne von uns, wenn er gestresst oder belastet ist. Da sehen wir oft relativ große Unterschiede zwischen dem, was wir als Erwachsene für Hypothesen haben und dem, was die Kinder sich überlegen. Die einen brauchen eher Rückzug und wollen nicht reden und wollen einfach ein bisschen was spielen für sich oder möchten mit dem Haustier irgendwie sich beschäftigen. Die anderen, die möchten gern sprechen, getröstet werden. Also, dass man dort wie auch so Rituale pflegt, das weiß man aus der Forschung, das hilft gegen das Stresserleben. Dass man schaut, dass genug, das sind natürlich die basalen Themen auch, dass man schaut, dass genug Schlaf und genug Bewegung Platz hat, wenn man weiß, dass das das Stresserleben insgesamt reduzieren kann und auch eben diese Stressreaktion schneller abflachen lässt. Jetzt lasse ich dich noch. Ich finde, viel hat so mit der eigenen Haltung zu tun. Wir sind gerade vorhin wo lang spaziert, haben ein bisschen geredet und dann hat ein Junge so geschrien, seine Mutter, oder, hatte keine Energie mehr. Und sie hat gesagt, jetzt mach mal, oder, also so dieses, mach jetzt mal vorwärts. Und wir haben das auch schon bei Seminaren gemacht, wo wir Kinder und Eltern dabei hatten, wo uns die Kinder gesagt haben, das, was sie am meisten stresst, ist das dauernde Gestresstwerden von den Eltern. Also wie oft sagen wir den Kindern, jetzt trödel nicht so rum, jetzt mach mal vorwärts, oder? Und da finde ich es immer gut, sich zu hinterfragen, muss das wirklich sein? Also geht es jetzt darum, dass ich mich entschleunige, dass ich runterkomme oder dass sich das Kind meinem Terminplan anpasst, oder? Und wenn das so oft nötig ist, also wenn wir so oft das Gefühl haben, das Kind soll jetzt mal vorwärts machen, ein bisschen zur Potte kommen, ein bisschen, was ist da los bei mir selber in meinem Leben, dass ich immer irgendwie mein Kind oder unsere Kinder so hinter dem herschleifen muss, oder? Und muss ich vielleicht nicht darauf achten, dass ich etwas verändere bei mir? Das wäre so etwas, was ich wirklich wichtig fände, sich das dann zu überlegen. Und ich finde das auch ein Vorleben, das Verzichten auf Optionen. Wir leben im Land der 1000 Möglichkeiten, wir könnten so vieles tun. Und so eine der größten Baustellen bei Eltern, Jugendlichen und Kindern ist das Nein sagen. Zu sagen, nein, das mache ich nicht. Oh, das wäre wunderbar, aber ich habe keine Zeit dafür. Oder? Du hast es angedeutet, wenn wir uns überlegen, das könnte ich tun, zu sagen, was machen wir dafür nicht mehr, oder? Aber nicht einfach das Leben zu füllen. Und das sehe ich auch so oft, wenn Menschen kommen und sagen, ich bin so gestresst, ich bin kurz vor dem Burnout, was könnte man da tun? Ja, ich müsste mehr Sport machen, ich müsste einen Entspannungskurs belegen. Das Ziel wäre doch einfach mal weniger zu machen, oder? Ein bisschen öfter Nein zu sagen. Und ich glaube, das fällt uns zum Teil einfach als Letztes ein. Und das tut manchmal weh, oder? Dass man sagen muss, man muss sich von gewissen Optionen verabschieden. Dass man zum Beispiel sagt, ich nehme diese Beförderung nicht an. Oder ich verzichte auf diesen Verein. Oder ich mache das und das nicht mehr, damit ich genügend Zeit habe für das, was wirklich wesentlich ist. Und da gibt es auch ganz viele Studien, die zum Beispiel zeigen, etwa 40% der Eltern bereuen es nachher, dass sie zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht haben. Oder? Weil wir, wenn wir
neue Ziele bilden, wenn wir Dinge in unser Leben lassen, wenn wir denken, das und das könnte ich noch tun, dann überlegen wir uns nie die Kosten. Wir denken einfach, ja, das hat dann schon noch Platz, das wäre die Zeit unendlich. Und das, was dann eigentlich immer darunter leidet, sind so diese nahen Beziehungen. Dann merkt man irgendwann, dass man zu wenig Zeit hatte für die Partnerschaft und sich auseinandergelebt hat. Oder dass die Kinder irgendwie gar keine Zeit mehr mit einem verbringen wollen, oder weil sie so das Gefühl hatten, man ist sowieso nie wirklich da. Und ich denke, das müsste man sich immer wieder überlegen, oder was muss in meinem Leben unbedingt Platz haben, damit es mir gut geht, und die Kinder müssen das von uns abschauen können. Wunderbar, das sind wunderbare Schlussworte. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Stefanie Ritzler, Fabian Golimund, für dieses Gespräch. Wie gesagt, das kann man alles später noch nachsehen auf unserer Website. Auch dieses Video wird dann hochgeladen. Sie können es jederzeit abrufen. Ich möchte Sie noch ganz herzlich auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen im Rahmen dieses Talk im Kulturpark. Die findet statt am Dienstag, 6. November, wieder um 20 Uhr hier drin, wieder mit Fabian und mit Stefanie. Dann zum Thema Lernen. Wie Lernen gelingt, wie Kinder richtig lernen und wie Eltern sie dabei nachhaltig unterstützen können. Und im Sinne eines kleinen Teasers nur eine einzige Frage. Lernen nach der Schule, bevor man rausgegangen ist und gespielt hat oder erst hinterher? Es kommt darauf an. Freue ich mich, Sie am 6. November spätestens dann wiederzusehen. Jetzt sind Sie noch herzlich eingeladen zu einem kleinen Umtrunk, und unsere beiden Gäste sind auch noch hier, um Fragen zu beantworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus